Whole team mobbing. When I come around, got the whole thing wobbing. Wob, wob, wobbing. Wob, wob, wobbing. Hallo, Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und heute wieder die Updates am Donnerstag. Heute ist der 28. Mai. Und vorweg wollte ich mal sagen, dass immer noch die 10 Tage mit 10 Herausforderungen gelten. Das heißt, wenn man 10 tägliche Herausforderungen schafft, bekommt man 1 Million. Das kann man auch mit seinem Zweitcharakter machen, dann bekommt man 2 Millionen. Erstes Fahrzeug ist der Nero, der im Angebot ist. Ist ein guter Supersportwagen. Zweites Fahrzeug ist der PF4, auf jeden Fall ratsam, der bessere von den beiden Formel 1 Wagen. Dritte ist Visa Neo, so lala, hat Advanced Handling Flex, ist aber auf gerader Strecke ziemlich gut. Vierter ist der D-Klasse Mamba, für ja, so Sammler würde ich den empfehlen. Dann der Deluxe ist im Angebot, muss ich nichts zu sagen. Der Brickhead ist im Angebot, außer dass er nur eine Haftbombe aushält, das macht auch wenig Sinn für so einen LKW. Und dann sind die ganzen Weenie Issies im Angebot, also einmal Weenie Issie Sport, Weenie Issie ganz normal und einmal der Weenie Issie Classic. Das Ding kann man einmal auf Southampton San Andreas kaufen, beziehungsweise in der Rainer-Werkstatt. Und das hat damit zu tun, dass sie Rennen diese Woche auch dreifach Geld geben, wie ihr später sehen werdet. Zeitrennen ist dann einmal Cypress Flats für den Erz Bandito und einmal Flughafen von Los Santos für das normale Zeitrennen. Podiumsauto auch diese Woche, Mini Easy Classic. Wie gesagt, ist halt ein kleiner Mini. Ist passend zu der Woche, weil es dreifach Geld auf die ganzen Rennen dazu gibt. Ist wahrscheinlich so gedacht für die Leute, die noch nicht so viel Geld haben. Man spart sich halt nicht so viel, wenn man sich den erdreht, aber man kann mit dem Wagen halt diese Woche was anfangen, weil halt die Rennen da sind, womit man dann Geld verdienen kann. Ja, deswegen einfach mal erdrehen. Hier die ganzen Rennen dazu. Es gibt dreifach Geld und RP, das kann ziemlich viel Payout bedeuten. Kann, glaube ich, bis zu 90.000, wenn die Lobby voll ist und richtige Rundenanzahl. Und sonst gibt es noch Doppelgeld auf die Attentatsmission. Sonst ist leider diese Woche nichts im Angebot, was leider ziemlich schade ist.